Moin Leute! Ich bin mit dem Startup-Taxi in Hamburg unterwegs. Gleich beim Jungfernstieg. Jonathan von Epinio, der Umfragekönig, kann man sagen. Über 300 Millionen Leute haben bisher an seinen Umfragen teilgenommen. Kannst du ganz easy eine Umfrage starten und rausfinden, was deine Leute, deine Kunden haben wollen. Und dann kannst du darauf reagieren. Oder eben nicht, ne? Moin! Moin, Jonathan! Na? Na? Grüß dich! Grüß dich! Geile Karre! Ja, danke! Feier ich auch jedes Mal wieder, damit zu fahren. Ja, fällt auf jeden Fall auf. Von Daddy geerbt, oder? Von irgendwelchen Liebhabern. Da stand so 10 Jahre wie nur in der Halle. Aha. Wurde mal für Hochzeiten ab und zu ausgeliehen, aber sonst war da nicht mit viel. Das ist ein recht guter Halten. Ja, ja, ja. Schönes, schick blaues Velourpolsterchen hier, ne? Ja, so wie es sein muss. Ich muss sagen, so ein Büro für ein Startup am Neuen Wall, direkt hier um die Ecke vom Jungfernstieg, das ist schon nicht so alltäglich, oder? Ja, ist auch ein bisschen unverschämt, hast du recht. Ich schäme mich auch fast, wenn ich immer sage, ja, wo seid ihr? Und dann muss ich sagen, am Neuen Wall 10 mit Blick auf die Alster. Aber wir haben da einen ganz guten Deal geschossen. Deshalb zahlen wir wirklich Startup-Preise. Hast du einen Blick auf die Alster? Wir haben einen Blick auf die Alster. Also wirklich, ich kann es mir auf meinem Handy zeigen. Es ist, Oha, ja, das ist schon krass. Das musst du mal den Leuten zeigen. Ja, da würde ich vielleicht auch ab und zu noch mal auf den Kaffee vorbeikommen. Ist ganz cool, aber wir ziehen es auch um. Tatsächlich nur 50 Meter die Straße runter, also Richtung Gänsemarkt. Dann hast du keinen Blick mehr auf die Alster. Da haben wir keinen Blick mehr auf die Alster, aber dadurch so ein bisschen mehr Startup-Feeling. Und seit wann gibt es jetzt Epinio? Ist schon in groben Zügen 2013 entstanden, aber wir sind dann Ende 2014 online gegangen. Ja, habe ich mir gesagt, okay, jetzt alles oder nichts. Und dann haben wir uns hier in Hamburg ein kleines Kellerloch gemietet. Also ich wusste damals wirklich gar nichts. Also du hättest genauso gut sagen können, bau eine Rakete und flieg auf den Mond. Ich hatte wirklich wenig Ahnung. Ich war nicht mal da 23. Ja. Aber einfach mal loslegen. Diese, ne? Naivität, genau, hat uns. Hat euch überhaupt erst auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich, ne? Auch. Am Anfang habe ich es auch erstmal meiner Firma vorgestellt damals. Und die haben gesagt, nee, das funktioniert sowieso nicht, wie du es überlegst. Das motiviert, oder? Wenn jemand und das dann, sagt. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen so eine jetzt erst recht meine ich, Attitüde. Genau. Und zurückblickend war es die richtige Entscheidung, aber eigentlich haben die meisten gesagt, okay, komm, geh erstmal den sicheren Weg. Und Marktforschung ist eigentlich nichts anderes, als seine Meinung preiszugeben. Und wir haben eben versucht, das so ein bisschen zu kombinieren, indem wir sagen, okay, wir sind quasi ein soziales Netzwerk für Meinung und wir machen darüber Marktforschung, ohne dass der Nutzer wirklich das als Marktforschung empfindet. Und das ist so ein bisschen so das Erfolgsrezept. Wie läuft es denn überhaupt? Du kannst einfach die App runterladen, einfach konstant Fragen beantworten. Ach so, richtig so Zeitvertreib. Genau, statt Candy Crush mache ich Epinio. Statt Candy Crush zockst du ein bisschen Epinio und du beantwortest irgendwelche Fragen. Das sind viele Fun-Fragen, aber auch Profiling-Fragen. Aber zum Beispiel auch so eine Frage wie, was wärst du lieber, hübsch oder intelligent? Und drückst auf intelligent und siehst du, 63% der Deutschen wären auch lieber intelligent. Mhm. Und jeder nutzt, und das ist ein bisschen gamifiziert und du vergleichst dich halt die ganze Zeit. Und das ist natürlich ganz cool. Du kannst immer sehen, bin ich eher Mainstream oder eher individuell in meinem Denken oder in meinem Handeln. Und jeder Nutzer beantwortet im Schnitt 1500 von diesen Fragen. Also es sind täglich Millionen von Meinungen, die wir heben. Und monetarisiert wird diese Community, diese Meinungscommunity, eben über Marktforschungsumfragen. Und das dann separat. Da kriegst du dann wirklich 10, 20, 30 Fragen am Stück zu einem bestimmten Thema. Und für das Beantworten dieser Fragen bekommst du Coins, die du wiederum einlösen kannst in Gutscheine oder in Spendenprojekte. Amazon oder irgendwas? Genau, genau. Aber die Leute machen es auch nicht wegen des Gutscheins, sondern weil es Spaß bringt. Ja. Und das ist halt so auch ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal zu eben anderen Panels, weil die Leute sind intrinsisch motiviert. Dadurch ist natürlich die Antwortqualität und die Datenqualität viel besser. Der User kann auch selbst Fragen stellen, also du kannst selbst die Community befragen und quasi selbst Marktforschung machen. Ach so. Also du kannst jetzt sagen, okay, ja, weiß nicht, was soll ich morgen anziehen und dann... Oder soll ich lieber nach Hamburg oder München fahren? Genau. Und dann kannst du hunderte von Usern in ganz Deutschland befragen und dann kriegst du innerhalb von ein paar Minuten die Antwort. Kann ich auch ein Foto machen von zwei Paar Schuhen und sagen, welche soll ich kaufen? Ja, kannst auch machen. Okay, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, als, ich sehe da gerade Bose,
komme als Bose zu dir und sag, ich brauche jetzt eine Meinung zu Lautsprechern, dann hast du innerhalb von Minuten ein Ergebnis für mich. Ja, im Prinzip läuft es so, Bose sagt, okay, meine Zielgruppe sind Leute, die planen, in den nächsten 6 Monaten sich ein Soundsystem zu kaufen. So, dann können wir genau diese Zielgruppe rausfiltern, weil die User ja konstant Fragen beantworten. Deshalb können wir die sehr gut profilen. Dann können wir sagen, okay, planst du in den nächsten 6 Monaten ein Soundsystem zu kaufen? Und du hast tatsächlich dann auch solche Fragen drin, die auf Soundsysteme... Genau, genau. Aber die Nutzer, es ist so subtil, die Nutzer merken nicht wirklich, dass es jetzt eine Profiling-Frage ist oder nicht, weil es ist halt ein riesiger Fragenpool und manchmal kommen halt so welche Fragen, manchmal kommt eine Frage hübsch und intelligent, manchmal eine Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Also es ist ein sehr, sehr bunt gemischt, aber so können wir eben auch für unsere Unternehmenskunden extrem gut profilen. Und, dann und mir als Anwender kommt es nicht so vor, als ob ich jetzt für dich so richtig arbeite, sondern genau. Es ist alles so fun-mäßig. Ne? Genau, exakt. Und dadurch sind die Antworten natürlich super ehrlich. Und dann sagt Bose, okay, das ist meine Zielgruppe und dann gehen die auf unsere Plattform, also eine Unternehmensplattform, wo die dann die Zielgruppe auswählen können, in diesem Fall Soundsystem, potenzielle Soundsystemkäufer. Dann erstellen sie den Fragebogen, drücken auf den Knopf und die Leute, die in diese Zielgruppe passen, bekommen eine Push-Notification auf ihr Smartphone, antworten direkt und Bose, also der Marketingentscheider bei Bose, ist dann in der Lage, direkt über so ein Dashboard die Umfrage live zu tracken und zu analysieren. Also ich kann auch als Unternehmer da selber meine Frage mit reingeben. Genau, und dafür zahlen natürlich die Unternehmen, ja. Die Unternehmen und du hast natürlich dann so ein komplexes Dashboard, wo du deine ganzen Analytics hast und da schaffen wir so 1000 beantwortete Umfragen innerhalb von 10 Minuten. Tatsächlich das schnellste Marktforschungstool, was es weltweit gibt. Genau, kennst du das Abaton? Weil ich muss da gleich zum Essen hin. Ja. Also wenn du da vorbeifahren willst, dann wäre das natürlich richtig. Ja klar, richtig willst geil. Du da direkt dann hin, oder was? Genau, können wir direkt hin. Da ist ja ein Taxi, ja, ne? Ja, perfekt, wollte ich gerade sagen. Da musst du mir nur... Der Name ist Programm. Wie viele aktive Nutzer habt ihr denn? Wie viel schätzt du jetzt gerade? Wie viele Leute benutzen die App gerade? Jetzt gerade, also wir haben so Actives haben wir ungefähr so 80.000, 90.000 im Monat. Das reicht uns auch völlig. Pro Monat, ja. Das reicht uns auch völlig, um quasi die Marktforschungsumfragen durchzuführen. Mhm. Mehr brauchen wir nicht. So, und dann drückt man hier irgendwo drauf. Und dann kann man sehen, wie es aussieht. Dann kann man sich hier noch angucken, was haben Männer gesagt, was haben Frauen gesagt und so. Und dann geht's weiter. Mhm. Aber ich muss einmal kurz ans Telefon. Ja, mach mal. Ja. Ja, ich bin in einer Minute da. Zwei. Ja? Gut, bis gleich. Ah, du hast ja alles hier eng getaktet. Alles eng getaktet, ja. Was war denn jetzt so das Wichtigste, um das Ding groß zu machen? Ich glaube, grundsätzlich eine sehr, sehr gesunde Portion Hartnäckigkeit. Und einfach, auch wenn alle Orts irgendwie gegen dich stehen, man muss sagen, okay, aufhören oder aufgeben gibt's nicht. Glaube ich, in einer Situation. Würde mich jetzt schwer zu sagen, okay, das war so der Breaking Point. Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass trotz unserem sehr unprofessionellen Ansatz, tatsächlich das große Glück, dass direkt der erste Wurf der App ein Volltreffer war und die auch direkt organisch recht gut gewachsen ist. Und dann so die ersten Kunden waren natürlich auch kritisch, da einfach viel Cold Calling und irgendwann ging es dann auch über Referral ganz gut los und vielleicht war so ein initialer Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind auf einem ganz guten Weg. Es gab so 2-3 Monate, wo wir dann ein paar Awards gewonnen haben, die uns so ein bisschen auf den Radar gebracht haben, auch von Investoren und dann kam auch so eine erste Funding-Runde und so. Das war, glaube ich, schon so der Breaking Point, aber wie viel Geld habt ihr aufgenommen? Ist schwierig zu sagen. Damals in der ersten Runde 500.000. Und jetzt mittlerweile mehr? Jetzt mittlerweile etwas mehr, ja. Aber seid ihr profitabel? Trägt sich das? Wir sind inzwischen tatsächlich profitabel. Und das Geld nutzt ihr dann noch zum Wachstum, damit es schneller geht? Genau, exakt. Aber wir machen jetzt auch eine Finanzierungsrunde, um eben das Wachstum auch noch ein bisschen zu beschleunigen. Also Hartnäckigkeit, sagst du, ist ganz wichtig. Auch als du auf die Unternehmen zugegangen bist, die ersten da begeistern. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist auch so das
Wichtigste, was man als Gründer haben sollte. Ich glaube nicht, dass die intelligentesten oder die, die aus dem besten Hause kommen, dass das die Gründer sind, die am Ende des Tages am meisten Erfolg haben, sondern dass tatsächlich diejenigen sind, die einfach super hartnäckig sind und einfach diesen Biss haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Oder es kommt auch nicht auf die Idee kommen, sondern einfach um, ja. Dass du dich nicht abschütteln lässt. Genau, so eine gewisse Sturheit. Gab es da dann Unternehmen, die das erst abgesagt haben, die gesagt haben, brauche ich nicht, tschüss? Ach so, klar. Gerade am Anfang musst du natürlich erstmal dem dazu bringen, das erste Unternehmen zu sein, was deine Lösung nutzt, um dafür Geld auszugeben. Also, Absagen bekommst du schon recht viel, aber da muss man dann umgehen können. Und bei den Nutzern? Ich meine, das ist ja immer dieses Henne-Ei-Problem, ne? Du willst ja Unternehmen und Anwender zusammenbringen. Wen hast du denn zuerst geholt? Die Anwender? Hattest du da erstmal welche für so Fun-Fragen und so? Genau, erste Nutzer. Wie hast du da die ersten gewonnen? Was hast du da gemacht? Das ging tatsächlich organisch. Wir haben kein Marketing am Anfang gemacht. Meine App war fertig, zack, App gelauncht, Store und dann? An Freunde rausgeballert, die haben Freunde über eingeladen. Facebook und so die weiter. Haben Freunde eingeladen. Wir haben keine Kampagnen gefahren, gar nichts. Also wirklich. Gar nichts. Zero. Das fanden Freunde und Bekannte gleich so cool, dass sie es genutzt haben und weiterempfohlen haben. Exakt. Wir haben die ersten 100.000 Nutzer haben wir rein durch Word of Mouth bekommen. Ohne einen Cent Marketing auszugeben. Genial. Ja. In welchem Zeitraum 100.000 Nutzer? Ich glaube, es waren die ersten anderthalb, zwei Jahre. So, dann haben wir irgendwann angefangen, auch die ganzen Analytics ein bisschen stärker zu professionalisieren und auch geguckt, okay, welche Zielgruppen brauchen wir noch für unser Panel, um da ein möglichst ausbalanciertes Panel zu haben. Aber die ersten Nutzer kamen alle organisch. Das war auch unser großes Glück, weil krass. Wir damals auch wenig Ahnung von Marketing und so hatten. Was würdest du jetzt anders machen, wenn du nochmal starten würdest? Durch einen Fehler, den wir gemacht haben, wir haben am Anfang dann gedacht, okay, jetzt müssen wir das Team super schnell aufbauen und haben recht schnell geheiert und dann gab es dieses berühmte Management-Vakuum, wo wir dann gemerkt haben, okay, die Prozesse und auch das Produkt ist noch gar nicht so weit, als dass wir jetzt hier so ein riesen Team hinterschnallen können. Und dann gab es auch so eine Unzufriedenheit im Team und habe gemerkt, okay, es ging einfach zu schnell, wir haben zu schnell. Ja, wenn die Leute einfach nur rumsitzen und genau. Du noch gar nicht steuern kannst. Genau, und keiner wusste, in welche Richtung er jetzt laufen soll. Und ich meine, wir waren damals auch noch recht jung und da haben wir dann gemerkt, okay, das war zu schnell, da mussten wir auch wieder Leute entlassen. Das war auf jeden Fall aber auch ein gutes Learning. Dadurch sind wir da jetzt deutlich vorsichtiger und gehen auch mehr mit Augenmaß ran. Was wäre so der Master-Tipp, den du Leuten mitgeben würdest, die jetzt anfangen, was aufzubauen? Einfach machen. Ist wirklich einfach machen. Ich kenne irgendwie einige, die super smart sind, gute Ideen haben, Netzwerk haben, aber die nur diesen letzten Schritt nicht gehen und sagen, okay, ich mach's jetzt. Und gerade wenn man jung ist, hat man eigentlich nichts zu verlieren. Also das war für mich damals auch ein guter Punkt. Ich habe immer gedacht, okay, also ich bin jetzt Anfang Mitte 20, habe keine Verantwortung zu tragen. Also wenn ich so ein Ding gegen die Wand fahren kann, dann jetzt. Und das gibt natürlich auch so eine gewisse Leichtigkeit, die man vielleicht auch braucht, um zu gründen. Ja. Ja, noch eine weitere, da hinten bei der Kreuzung kannst du mich rausschmeißen. Ja, okay, kriegen wir hin. Stark. Waren schon einige. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Erst selber was gegründet, so eine Koch-Community, dann kam ein Startup-Event und dann kam die Idee, mit Leuten ein Taxi zu fahren. Genau, März 2019, 7. 8. März, da musst du nach Bremen kommen. Sehr gerne. Da werde ich dich auch noch zu einladen. Da sind nämlich alle, die im Taxi waren, werden da sein. Mhm. Da darfst du dann natürlich auch nicht fehlen. Cool. Die Runde komplett. Da komm ich vorbei. Als Hamburger in Bremen. Ist ja, natürlich. Das ist ja auswärts, ein Auswärtsspiel. Aber dann kommst du bei unserem Moin Startup Camp vorbei. Sehr gut. So heißt das Ding. Das mache ich. Ja, vielen Dank. Ja, und Leute, wenn ihr ein bisschen Zeitvertreib braucht, dann nicht mehr Candy Crush spielen, sondern Appinio ist jetzt der neueste heiße Scheiß. Ne? Sehr gut. Aber auch wenn ihr Marktforschung braucht. Genau, aber pass auf, kann auch süchtig machen. Also nicht zu lange damit rumdaddeln. Und damit sind wir raus. Bam!